Hallo, ich bin Heiko Holkamp, technischer Produktmanager bei der Firma Ruwak Industriesauger. Heute geht es um die additive Fertigung. Ein Thema, was uns schon sehr lange beschäftigt. Egal welches Druckverfahren, egal welches Material im 3D-Druck verwendet wird, nach dem Prozess muss immer überschüssiges Material entfernt werden. Und dies sicher und sauber. Wie gemacht also für Industriesauger? Eine besondere Rolle spielt dabei das Drucken im Metallpulverbett. Im SLM- oder SLS-Verfahren gibt es im Wesentlichen drei wichtige Faktoren: saubere Arbeitsumgebung, sicherer Umgang mit dem reaktiven Material und Wiederverwendung des eingesetzten Materials. Die verwendeten Materialien reagieren in der Regel sehr schnell mit Sauerstoff. Deshalb ist es wichtig, eine Schutzatmosphäre zu schaffen oder Zündquellen wirksam auszuschließen. Dafür gibt es mehrere Ansätze. Wir saugen das Pulver in der Baukammer oder in Pulverstation. Und zwar so, dass eine Reaktion vermieden wird und das eingesetzte Pulver wiederverwendet werden kann. Wir bei Ruwak kennen alle Druckverfahren und deren Anforderungen. Ob man durch ein Wasserbett saugt, unter Schutzgasatmosphäre oder trocken, ist individuell zu entscheiden. Wir arbeiten schon seit über 10 Jahren mit den führenden Herstellern in diesem Metier zusammen. Unsere Sauger sind speziell nach deren Anforderungen und den Wünschen der Anwender konzipiert und weiterentwickelt worden. Zu diesem Zweck haben wir extra ein Kompetenzzentrum geschaffen, in dem wir uns unter anderem mit den erforderlichen Normen und Richtlinien beschäftigen. Auch arbeiten wir mit Einrichtungen wie dem Fraunhofer-Institut zusammen, wenn es um die Qualität des wiederzuverwendenden Materials geht. Gibt es weitere Fragen oder besondere Herausforderungen im Bereich der additiven Fertigung? Wir freuen uns drauf. Weitere spannende Videos aus der Ruwak-Welt findet man hier oder hier.